Also eben, wenn du mich fragst. Das Leben. Das Leben ist eines der schwierigsten überhaupt. Andersrum wieder im Vergleich mit den Träumen kommt einem dann manchmal so ein Erdenleben vor wie ein billiges Vorprogramm. Das geht manchmal auf keine Elefantenhaut, was da so alles zusammenträumst. Da hast du zumal Sachen auf dem Monitor, die du noch nie gesehen oder erlebt hast und doch träumst es. Und dann fragst du dich, wie das Zeug überhaupt in deine Birne hineinkommt. Gerade kürzlich wieder so einen Traum gehabt. Stell dir das vor, ein Dorf. Ein kleines Kaff, noch immer zunderst, zinderst. Dort, wo Füchse und Hasen schon lang vor Langweile gestorben und verfault sind. Wunderschöne Landschaft, wie vorne auf der Milchschokolade, ansonsten tote Hose bis zum Bach oben und wieder durchauf. Einsamer Höhepunkt vom gesellschaftlichen Leben, allabendliches Milch in die Hütte knütteln. Dort ein bisschen am Hosensack rumnodern und dann wieder heim zum Gottschalk. Ein Dorf, wie tausend andere. Mit dem einzigen Unterschied, dass dort, auf dieser kleinen Anhöhe beim Dorfplatz, wo eigentlich normalerweise die Kirche hergehört hat, eine riesen Halle gestanden ist, eine Kathedrale oder ein Dom oder so, weiss doch auch nicht, wie die Dinger alle geheissen, einmal ein so hure Megading von einer Halle, mit einem Eingangstor, wo zwei Panzer nebeneinander hätten können reinfahren, so gross. Durchs Band durch, vom Allerfeinsten. Erste Sahne, wo du hinschaust. Mahagoni, Marmor, schöne farbige Tücher, Gold und Edelstein. Pumpen voll mit dem Geschmäus, so weit das Auge reicht. Absolut speziell. Zwischen einer päpstlichen Sakristei und einem orientalischen Puff. Brandheiß. Und dann der Wendnah durchauf, rundum, von diesen wundersamen Malereien, mit diesen schönen alten Herbstfarben, wie schwere Burgunder. Rankende Pflanzen um langhaarige Jünglingsumme, Landschaften, Jungfrauen, allerhand blutte Haut, aber doch alles irgendwie heilig auf eine Art. Weiter oben dann das mit dem Gips, Erker, Schnörkel, Balkönli und all das Geschmäus. Schön. Und alles so. Alles schön, wie sich's gehört, in der Originalfarbe. Goldig, himmelblau und das Baby für die Rose rot. Ja, schön, halt einfach, vom Feinsten. Und dann, diesen Balkönli nach durchauf, bei den Erker und so, feisten Sims und so, überall, Engeli. Jede Menge Engeli, so richtig schön genug, wie sich's gehört. Mit einem Säulegrinsen auf allen vier Fußbacken, Engeli. Engeli mit Flöten, Engeli mit Schalmeien, Engeli mit Harfen, Engeli mit Synthesizer, Original Engeli. Und dann zoberst. Zoberst über all dem, in der Mitte von einem riesigen Deckengewölbe, ein prächtiger Heiland. So schön und plastisch dargestellt, dass jeden Moment das Gefühl hast, jetzt wird er dann lebendig und sagt etwas zu dir.
1000 Kerzen vorne in der Sakristei, ansonsten die ganze Halle leer. Leer wie das Hallenstadion am Heiligen Abend. Es ist Montag Nachmittag um 3:30. Noch immer ist die Halle leer. Zumal geht das Torenspältli auf und ein teures altes Weibli sammelt ein paar Fuss in die Halle rein, knüllt sofort beim zweithintersten Bank runter, betet tiefiges Ave Maria, dann einen Rosenkranz führerschi, eine hinderschi, ein Vater unser Deutsch, zwei Latinisch, dann nochmal einen Rosenkranz mit Ofenreif und schaut dann zum Heiland auf. Schrumpft vor Ehrfurcht nochmal um ein Drittel zusammen und winselt dann mit hauchdünner Fistelstimme. Ja, der gnädig, barmherzige Herr Heiland müsst tausendmal entschuldigen, dass ich ihn einfach so direkt anspreche. Und sie will ja auch nicht aufgeschämt sein, vergelt es Gott tausendmal und sie begehrt auch nichts für sich. Sie hat einfach, ja, den Winter, es ist so hart und so kalt und so nass und der Mann kommt einfach nicht mehr zu dem Fieber aus. Jeden Tag im Bach aber Wasser holen, also barfuß, das sei einfach. Aber sie selber können Gottes Namen nicht tragen wegen dem Rücken. Sie mögen ja kaum mehr ein Brot lupfen. Wenn der gnädig, barmherzige Herr Heiland vielleicht für den Mann, ja, ein paar Schuhe. Wenn es nur schon Sandalen wären. Und es müsste auch nicht so viel Zeit sein. Sie können gerne nochmal kommen. Jetzt gerade keine Zeit vielleicht und wie gesagt, tausendmal nichts für ungut, dass sie so unverschämt einfach sagt und betet sofort nochmal einen Rosenkranz, Deutsch, zwei Latinisch, ein dreifaches Paternoster in Weltjahresbestzeit und sämtliche seligpreisige Indische und Fürsche und ein Ave Maria zum Schluss und huscht dann so tief wie sie erst gerade reingekommen ist, wieder zu den Hallen aus. Am anderen Tag, am Dienstag, wieder am Nachmittag, um die genau gleiche Zeit, läuft die genau gleiche Show ab. Mit der kleinen Ergänzung, dass jetzt das Wasser im Bach unten noch gefroren ist und der Mann noch jedes Mal muss aufhacken muss, mit dem Sackmesser. Am Mittwoch um die gleiche Zeit, die gleiche Fuhr. Nur dass jetzt die Heime noch das Holz zum Führen ausgegangen sind. Am Donnerstag ist das mit den nassen Kleidern dazugekommen, die einfach nie mehr trocknet. Und am Freitag war sie gerade am Verzählen gewesen, wie grausam heavy das jetzt sei mit dem Keuchhusten vom Mann. Da plötzlich tätscht es und poldert es. Das Tor geht weit auf und ein grosser, junger Typ steht in der Halle rein. Und was für ein Typ, hey. Schneeweisse Zähne, rabenschwarze Haut, rosenrote Schalle, hellblaues Hemd, zitronengelbe Krawatte, weisse, hohe Cowboystiefel, der ganze Dress mehr oder weniger Glimmer, in der linken Hand ein Schlüsselbund, in der rechten lockere Ziege, wo er nach einem vorwurfsvoll zischenden Blick vom alten Weibi zielsicher über 3 Meter in Aschenbecher hineinspickt. Zisch und fertig. Ja, es hat in dieser Kirche dort am Eingang so grosse Aschenbecher gehabt mit Wasser drin. Ja, sorry, ich kann auch nichts dafür, was ich träume. Hey, Boss, hat er aufgehebt. Oder hat er jetzt gesagt, Lord? Ich weiss auch nicht mehr, Boss oder Lord, ist auch gleich. Oder hey, Boss. Nachher weiter im allerbreitesten Winterthur, Breitmaul, Frosch, Zürich, Deutsch. Hey Boss, jetzt muss ich's haben.
Der Jugo, der mit mir den Stall macht, hat gesagt, du könntest alles, jetzt bin ich da, jetzt muss ich's haben. Ist so, oder? Hab ich doch gestern Nacht das Sky Channel geschaut. Fahr doch dort einen den Beach Boulevard durchab mit einem scharlachroten Cadillac am Steuer, eine Frau, blond. Aber so etwas von blond, hey, hat mir schier das Dach gelupft, Boss. Jetzt mag ich einfach nicht mehr jeden Samstag den Wurstsalat alleine fressen. Morgen macht der Drag an den Stall, morgen habe ich frei. Boss, jetzt muss es sein. Boss, ich brauche einen Karren. Cadillac 1951, scharlachrot und am Steuer ein Katz, blond. Bis morgen Nachmittag um 4:30, wenn es geht, dass man zu Abend könnte bei Zeiten vor die Molke anblochen, einen Schwarzen liegen lassen und dann lang, lang lachen. Und nachher weit, weit vor, ganz feins Nachtessen und so. Also Boss, bis morgen um die 4 Jungen und einen schönen Abend. Spricht's und schreitet mit hallenden Schritt zu den Kielen aus. Zieht das Tor hinter sich zu, kehrt sich dann zumal nochmal um, schaut zum Heiland rauf und hebt. Und gell, Boss, fast hätte es vergessen. Sound im Karren, das Katz der Blausch hat. Und die Türen ist zu. Samstagnachmittag, 4:30, noch immer ist die Kirche leer. Und jetzt kommt eben das mit dem Kühlschrank drin vom Harry. Der Harry, das ist Kollege, oder? Der Harry hat in der Küche so einen grossen amerikanischen Kühlschrank. Und jetzt an dem Abend vor dieser Nacht, wo ich das geträumt habe, bin ich eben beim Harry daheim gewesen. Dann sind wir so schön gemütlich in der Küche gehockt. Der Harry, der Beaujolais und ich. Und irgendwann war es dann zu spät zum Heimgehen und auch zu mühsam zum Aufstehen. Und weil der Harry in der Küche ein Sofa hat, hat sich das so ergeben, dass wir dort selig eingeschlafen sind. Der Beaujolais und ich, oder? Dann hatte ich eben den Traum gehabt, von dieser Kirche. Aber wo es im Traum dem Samstag um 4:30 war, hat am Harry seinen Kühlschrank hinter meinem Kopf anfangen zu kühlen. Und zwar so laut, dass der besoffene Kuh aus der Vollnarkose verwacht wäre. Und darum weiss ich heute noch nicht, wie der Traum dort in dieser Kirche ausgegangen ist an dem Samstag. Oder? Und das wurmt mich schon ein bisschen. Als ich es dann am anderen Morgen am Harry erzählt habe, hat er behauptet, er habe auch geträumt. Vom roten Auto im Bach hin und am Jäger mit Kneippsandalen, am Fischen durch das Loch im Eis und so weiter. Aber ich glaube, der macht sich lustig über mich. Das geht nicht, oder? Das Leben ist eh eins von den schwierigsten überhaupt. Und das mit diesen Träumen, ja, weiss doch auch nicht.